Heute ist Donnerstag. Als Kira aufwacht, ist es im Haus noch ziemlich ruhig. Sie schlägt ihre Decke zurück und setzt sich auf die Bettkante. Heute ist Donnerstag. Woher weiß sie das? Weil an der Wand über ihrem Schreibtisch ein Lupino hängt. Sie schiebt die Wäscheklammer auf dem Lupino von Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag. Heute ist sie nach der Schule mit ihrer Cousine Sophie verabredet. Zusammen wollen sie Opa Detlef besuchen. Das ist Kiras Opa. Bei ihm gibt es immer viel zu erleben. Kiras Augen bleiben an dem Spruch hängen, der vorne auf dem Lupino steht. Lass mich am Morgen hören deine Güte, denn auf dich vertraue ich, liest sie laut. Kira weiß, das ist ein Text aus der Bibel, dem Buch von Gott. Kira weiß schon einiges über Gott, weil ihre Eltern an Gott glauben und ihr regelmäßig Geschichten aus der Bibel erzählen. Tipp: Mach es wie Kira. Frag zu Hause, ob du eine Wäscheklammer für deinen Lupino bekommst. Rücke mit der Klammer jeden Tag einen Tag weiter. So weißt du immer, welches Datum ist.